Wir sind alle on fire. Und seht euch das mal an. Ich bin hier in Sonam Luang vor dem Wat Pha Kyaw. Hier ist schon alles aufgebaut. An Songkran-Tagen, da holen wir uns Blessing von den Älteren ab, von unserer Familie, von unseren Eltern. Es werden Vögelchen, Fische und Tiere freigelassen. Es wird Merit-Making gemacht. Es wird gebeten. Und dann natürlich Rave mit Wasserschlachten auf den Straßen. Aber jetzt gehen wir erstmal beten. Thank you.
ist ja der größte liegende Buddha der Welt. Viele von euch kennen ihn mit Sicherheit. Und ich glaube, heute ist es die Hölle los da drin. Ich werde nachher trotzdem vorbeischauen. Aber auch hier gibt es überall kleinere Tempelhäuser, kleinere Tempelanlagen, wo man ebenfalls beten kann. Und da gehen wir jetzt gleich hin. Rezeptholen, ein Räucherstäbchen, Kerze, Heuflöschen und eine Lotusblume. Und wenn ihr fertig gebetet habt, könnt ihr hier ein Schüttelstäbchen am Box nehmen. Und dann könnt ihr hier so schütteln, vorher euch etwas wünschen, schütteln. Und ein Stäbchen, das rausfällt, hat dann eine Nummer, zum Beispiel die 5. Zum Beispiel den entsprechenden Zettel nehmen. Hier ist dann zum Beispiel die 5. Und da steht dann zum Beispiel drauf, was euch in den nächsten Monaten erwartet. Größten liegenden Buddha der Welt hier in Wat Pho. Schaut euch das an. An den Füßen des Buddhas sind hier Perlmutterblätter eingearbeitet. In den verschiedenen Mustern. Und nach dem Glauben der Brahmen hatte man damals diese Muster an den Fußsohlen des jungen Siddhartha gefunden. Siddhartha, so hieß Buddha, als er noch ein Prinz war. Und überall findet man Wandmalereien, die die Geschichte Buddhas erzählen. Und diese Malereien sind uralt und einfach Faszination pur. Und wisst ihr, warum Buddha-Figuren, Buddha-Statuen immer in Gold gekleidet wird? Laut Legende hat man gesagt, dass Buddha, egal wo er war, hat er diesen Glow gehabt. Er hat so eine strahlende Haut, eine strahlende Aura gehabt, das aussah wie Gold, das von innen nach außen kam. Und als man Buddha damals fragte, wie machen Sie das, hat Buddha gesagt, das ist mein Schönheitsgeheimnis. Das kommt daher, weil ich meditiere, weil ich darauf achte, dass mein Geist rein und klar, dass mein Herz rein und klar ist. Also, wenn wir eine Glow-Haut haben wollen, müssen wir dieses Schönheitsgeheimnis vom Buddha auch nachmachen. Und das war's heute von mir vom traditionellen buddhistischen Songkran-Fest, meine Lieben. Ich liebe es, das Songkran-Fest auf Traditional Style zu feiern. Es geht um Liebe, es geht um Dankbarkeit, es geht darum, mit voller positiver Energie, mit Dankbarkeit für das Leben, für unsere Eltern in das neue Jahr zu gehen. Und ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie mir. Und jetzt, wo das Traditionelle rum ist, werden wir gleich auf den Straßen gehen. Rave Water Splash is waiting. Also, seid ihr bereit? Ich bin bereit. Bye bye, Swatika. Bye bye.